Du wirst mich nicht schlagen! Ich wusste, du willst mich nicht verletzen. Diese Goldplatten sind angreifbar. Sie weg. Ich halte das aus. Du nicht. Noch ganz anderen Dingen standhalten. Ich gehe nicht mit dir! Die Rüstung ist ab! Der Anzug wird dich nicht schützen! Aktivieren! Stärke und Steine gegen den Blitz! Okay.
auch. Dieses Phantom kann noch ganz anderen Dingen standhalten. Goldschatten ausschalten, um die Angriffe zu beenden. Ich wusste, du willst mich nicht verletzen. Wollte sie dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen und hier und jetzt dabei sein. Hättest du das nicht sagen können? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest.
dass du versuchen würdest, die Tenak zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen. Und mit der Odyssey und der Apollo-Datenbank ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen. Eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda lade ich dich höflich ein. Du willst einfach abhauen und alles zurücklassen? Bleib. Hilf mir, das Ding zu bekämpfen. Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elizabeth. Diese Entscheidung hat sie getroffen. Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Hier ist sie. Ist sie verletzt? Sie steht noch. Den Zehen sei Dank. Leb wohl, Silence. Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Wo geht er hin? So weit weg, wie nur möglich. Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Braucht noch wer einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Ach, hoffe, es ist wirklich das Ende. Es gibt noch einen Kampf vor uns, Elizabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen, sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen.
mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Ich für meinen Teil, ich habe schon Angst. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein. Has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. If I falter, if I fall,
kommen.